Samstagnachmittag, Gastspiel in Selo. Alles gut? Nein! Achten Sie auf Lovro Sindig. Der kommt dahinter Tom Selcho. Hier stimmt doch was nicht. Die spielen bei Viktoria Selo doch nicht etwa die Hymne von Dinamo Zagreb? Und achten Sie gleich weiter auf unsere Nummer 24. Der Hajduk Split-Fan kriegt sich gar nicht mehr ein. Erzählt es hier noch Philipp Weigert und Kai Behrens. Die beömmeln sich. Wenn sich das mal nicht recht, liebes Selo, wenn sich das mal nicht recht. Aber eigentlich wollte ich ja über unsere Stürmer Petersen Appia und Fatlind Memai reden. Da fehlt mir jetzt aber leider die Zeit zu. Nur so viel, die sind ganz gut. Aber davon könnt ihr euch gleich selbst überzeugen. Anstoß ausgeführt, wir in Schwarz. Über die Wichtigkeit der Partie muss ich wohl nicht viel sagen. Erste Ecke nach 7 Minuten, das macht Lovro Sindig. Der ist motiviert. Nimmt Selcho mit. Und jetzt guckt er. Pfosten, Memai! Und 1-0 Appia! Und da haben wir unser magisches Dreieck für dieses Spiel schon gefunden. Sindig, Memai, Appia. Diese drei werden die Hauptprotagonisten dieser Partie sein. Für Appia ist es schon der 9. Saisontreffer. Und Sindig hat Auerarm. Die Antwort von Selo. Ein langer Ball in unseren Strafraum. Wir stehen erstmal im Weg. Und dann machen wir den Weg frei. Ah, beruflich gesehen eigentlich die Aufgabe von Adam Marczuk. Mr. Nasser, der Kapitän, trifft zum Ausgleich. Im Hinspiel bekam er für ein Handspiel auf der Linie die rote Karte. Also der fällt gegen uns anscheinend immer auf. Ärgerlich, sicher, aber wir sind schon klar die bessere Mannschaft und wir bleiben auch überlegen. Nach dem Ballgewinn Matteo über die linke Seite. Nimmt Jojo mit. Schöner Abschluss. Und Daumen hoch vom Ami. Jetzt Sindig. Guckt euch das an. Der ist bis in die Haarspitzen motiviert. Am liebsten würde er es, glaube ich, alleine machen. Nimmt aber doch Appia mit. Ja, der kann auch tanzen. Wie der Sindig. Oh, ist das geil. Memai. Appia zum ersten. Appia zum zweiten. Und zwar im wahrsten Sinne 2:1 für unseren Greifswalder FC. 35. Minute, der Doppelpack. Und Selcho grinst sich eins. Aber hören wir mal auf Trainer Kroos. Alle jetzt ein bisschen mehr. Trotzdem alle mehr. Ja, wir hatten viele gute Ansätze, die wir nicht immer sauber ausgespielt bekommen haben. Eigentlich, wenn man ehrlich ist und auf die Spielanteile guckt, das 2:1 viel zu wenig. Und der eine oder andere GFC-Fan auf der Tribüne war zur Pause kreidebleich. Ja, weil na klar, so ein enges Ergebnis natürlich kann das immer mal kippen. Und Fehler sind in dieser Saisonphase nicht mehr erlaubt. Aber nicht jeder ist so aufgeregt. Schon gar nicht unser Appi. Der lässt sich Zeit. 2 Hütten gemacht, ist doch alles gut. Und ohne ihn geht es sowieso nicht weiter. Ach, Appi, du und dein Zeitmanagement. Aber jetzt ist er ja auf dem Platz angekommen. Dann kann es ja auch weitergehen. Und wie sagt er im Podcast immer so schön? Ihr wolltet noch mehr, oder? Einen haben wir noch. Sindig auf Selcho. Sindig auf Selcho. Der Ball rutscht durch und Appi macht sein drittes. Er zeigt auf Selcho, aber das ist das 11. Saisontor von Petersen Appia. Zieht damit gleich mit Jojo. Und Selcho denkt sich, naja, okay, hätte ich auch gern gehabt, das Tor. Aber egal, wer am Ende die Tore schießt. Das weiß Tom und das weiß auch Appi. Und dann gibt's die Umarmung. Und wieder Ecke, knapp eine Stunde nun vorbei. Wieder die Aufgabe von Sindig und Selcho. Sindig. Und in der Mitte wartet Memai.
4:1. Ja, ganz genau. Wie schon gegen Ludwigsfelde macht er es mit dem Kopf. In den letzten 4 Oberligaspielen, in denen er eingesetzt wurde, hat er immer getroffen. Die 3,5 Sekunden in Stahnsdorf mal rausgenommen. Hier dazu schon 2 Vorlagen. Fatlin Memai ist in Top-Form. Und Sindik auch am 4. Treffer beteiligt. Zwischen Scavuzzo und Mies eingewechselt. Hier Mies mit dem Versuch. Abgeblockt. Und abgepfiffen. Misi wartet ja auch noch auf sein erstes Tor. Und dann der Wechsel. Richardson geht und draußen wartet Ben Torno. Unser A-Jugendspieler kommt zu seinem Oberliga-Debüt. Und da lächelt der 18-jährige Verteidiger. Wie einst Tom Zastro, als der 2 Hütten in Neubrandenburg gemacht hat. Ach schön, ich freue mich immer, wenn unsere Eigengewächse ihre ersten Schritte bei den Herren machen. Und apropos Eigengewächse. Fahr findet hier wieder unseren Misi. Und der schickt Scavuzzo. Misi in der Mitte frei, bekommt den Ball. Und er fällt. Der Pfiff. Klares Foulspiel. Es gibt 11 Meter für unseren Greifswalder FC. Und wer soll schießen? Klar, Lovro Sindik. Das ist unser sicherster Elfmeterschütze. Hier noch ein kleiner Plausch. Ja, er wirkt locker. Aber ich glaube, er hat schon immer noch im Kopf, wie unsere Mannschaft und er heute empfangen wurden. Dinamo Zagreb. Also wirklich. Lovro Sindik. Ball freigegeben. Ah, gehalten! Ah, wie bitter! Aber auch Sindik soll seine Genugtuung bekommen. Scavuzzo vor auf Memai. Der erläuft den Ball und guckt, sieht Sindik. Oh, ein super Ball. Und Lovro? Jawohl! Der Schlusspunkt auf diese Partie. 5:1. In Split lassen sie die Korken knallen. Ehre gerettet. Lovro Sindik hat sein Tor. Und wir haben unseren höchsten Saisonsieg. Nun richten wir den Blick nach vorne. In einer Woche kommt Hertha 03 Zehlendorf ins Volksstadion. Gewinnen wir dieses direkte Duell, ist uns der Aufstieg in die Regionalliga nicht mehr zu nehmen. Kommt und unterstützt unser Team.